Heute ist der Tag, in dem ich etwas beende und gleichzeitig auch etwas neu starten werde. Ich werde jetzt auf eine Reise gehen. Ich weiß nicht genau, wo die Reise hingeht oder was mich dort erwartet. Aber ich lasse mich einfach mal leiten von meiner inneren Stimme. Und die hat heute während der Arbeit einfach gesagt, warum warte noch 4 Tage, 5 Tage, warum nicht heute schon starten? Und das werde ich heute machen. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, diesen wunderschönen Platz hier zu verlassen. Ich bin hier am Hafen von Dana Point, den habt ihr auch schon in meinen anderen Videos ein bisschen gesehen. Oder das Video über Dana Point. Geht das mal schauen auf meinem Kanal. Super schönes Video, wo ich halt euch ein bisschen mehr über Dana Point erzähle etc. Ist einer meiner absoluten Lieblingsplätze und fällt mir schon ein bisschen schwer zu sagen oder die Frage stellen, wann bin ich das nächste Mal hier. Wie ihr wisst, würde ich ja gerne 50 Wochen, 50 Staaten machen und diese Idee ist jetzt über die letzten 2 Wochen so stark gestiegen, dass ich es dieses Jahr in Angriff nehme. Und zwar schneller, als ich gedacht habe, weil ich glaube, man muss einfach auch zwischendurch seinem Herzen folgen. Und wenn man seinem Herzen folgt, dann wird es gut. Man muss sich auf etwas konzentrieren, auf eine Sache, hundertprozentig. Wie Elon Musk sagt, arbeite 80-100 Stunden pro Woche, dann geht es auch doppelt so schnell vorwärts wie bei anderen. Und das werde ich jetzt als Ziel nehmen. Ich werde wirklich viel filmen. Ich werde mich auf eine Reise einlassen, wo ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Ich weiß nicht, auf was ich da mich einlasse. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin auf einmal Filmer, Filmmaker, Fotograf und setze 100% auf dieses Pferd. Und mit Pferden habe ich natürlich dann auch was zu tun, die nächsten paar Wochen in Georgia, wo ich jetzt hinfahre. Dreams come true, Träume werden wahr. Ich habe jetzt mich einfach entschieden, den ersten Schritt zu wagen. Und das werde ich heute machen. Ich werde heute noch nach Las Vegas fahren, Kalifornien verlassen, hinter mich lassen. Und es kann gut sein, dass ich erst wieder in einem Jahr hier bin. Es fällt mir echt schwer, da Goodbye zu sagen im Moment. Da kommen sehr viele Emotionen hoch. Es heißt wirklich mit vielem abschließen auch. Aber es ist ja ein Sprichwort, schließt sich eine Tür, gehen mehrere wieder auf. Oder geht halt eine auf, mindestens eine geht immer auf. Oder es können mehrere aufgehen. Und man muss sich nur entscheiden, durchzulaufen. Entscheide dich für die richtige Tür. Ich war heute im Panda Express. Im Panda Express gibt es auch immer so ein Glückslos. Da steht drauf: You will take a gamble and win. Das heißt, du wirst ein Risiko eingehen und gewinnen. Und als ich das letzte Mal Las Vegas verlassen habe, war ich im Panda Express auch. Und da hatte ich diese Notiz drin: You may have a fantastic opportunity soon. Be open to it. Das heißt, du hast bald eine fantastische Möglichkeit. Sei offen dafür.
Und diese zwei Dinge sind in einem Portemonnaie drin, mit dem Mickey Mouse natürlich, für gute Laune. Und das gab mir heute viel zum Nachdenken. Manchmal muss man ein Risiko eingehen im Leben. Man weiß das Ende nicht. Ich weiß nicht, wo ich morgen bin. Ich weiß nicht, wo ich übermorgen bin. Ich habe auch viel über den Tod nachgedacht. Und morgen könnte es alles zu Ende sein. Was machst du dann? Und ich hatte erst gerade ein Gespräch heute mit dem Kollegen, mit Kurt, von der arbeitet im Target. Und er hat auch seine Träume und getraut sich einfach nicht, das zu machen. Und der sagt, er admiriert mich, der bewundert mich, wie ich das mache. Ich weiß nicht, was morgen ist, und ich gehe mit einer Leichtigkeit um, wieder mit einer Leichtigkeit um. Ich hatte die verloren für eine lange Zeit, aber das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Er bewundert das, er kann das nicht oder noch nicht. Und dann hat er mir gesagt, ja, du weißt ja nie, was morgen ist. Da habe ich gesagt, ja, du auch nicht, oder? Da habe ich gesagt, schau, morgen könnte ich tot sein. Und dann, was dann? Ja, aber. Habe ich gesagt, nee, es ist doch so. Dann musst du doch heute leben. Heute musst du deine Träume versuchen zu verwirklichen. Glaub mir, es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu machen. Ich könnte jetzt diese Woche noch locker $1,000 mehr verdienen, locker. Aber mein Herz ruft heute. Ich habe hingehört und es hat gesagt, geh heute. Keine Ahnung warum. Es könnte irgendwas warten auf mich. Irgendwo. Irgendwann. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl. Wie mit meinem letzten Video mit der Blume. Ich hatte das Gefühl, jemandem eine Blume zu kaufen. Ich wusste, im Kopf wusste ich, wem ich die Blume geben sollte. Und das kam so raus, wie ich das im letzten Video. Wenn du das Video nicht gesehen hast, schau mal in das Video rein mit der Blume, das letzte Video, das Live-Video. Unglaubliche Story. Wenn man offen ist, sein Herz öffnet, versucht in der Balance zu bleiben, glaubt mir, Dinge werden wahr. Und die werden gut. Ich werde euch mitnehmen auf die Reise. Ich werde Videos machen, sehr viele Videos. Ich werde sehr viel zeigen von den USA, was ihr vielleicht noch nie gesehen habt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe noch ganz wenig gesehen von den USA. Es werden tolle Videos werden, wie zum Beispiel das von Seven vs. Wild, wo ich in der Wüste war. Mit viel Filmen zeigen, wo ich bin, was ich mache. Ich freue mich sehr darüber. Und jetzt, heute ist der Schritt gekommen, wo ich sage, wenn nicht jetzt, wann dann? Das sollte eigentlich jedem sein Motto sein. Morgen kann es vorbei sein und dann fragt man sich vielleicht, was wäre, hätte ich was gemacht? Was hätte, wäre, würde, habe ich vielleicht verpasst morgen? Looking for freedom, das ist mein David Hasselhoff. Ich weiß, da werden viele lachen jetzt. Aber looking for freedom. Und irgendwann komme ich nach Hause. Da finde ich vielleicht ein Zuhause, wo ich sagen kann, das ist es. Da werde ich jetzt bleiben. Und jetzt werde ich heute auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen, Dana Point. Fünf Jahre habe ich hier gelebt in Kalifornien. 5 Jahre. Und jetzt werde ich einfach nicht mehr hier sein, vielleicht für 1 Jahr. Kommt mit auf die Reise. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr wissen wollt. Liked das Video. Schreibt unten in die Kommentare rein, was ihr denkt. 50 starten in 50 Wochen. Beginnt noch nicht jetzt. Ich werde das dann beginnen, sobald ich von Georgia wegfahre. Freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und wie gesagt, dreams come true. Go for it. Ciao zusammen.